Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zur nächsten Folge von Panzer Corps 2 weiterhin in der Ägypten-Mission. Wir haben uns hier so ein bisschen, ja, festgefahren will ich nicht sagen. Wir haben auch eigentlich den Fokus nicht wirklich verloren. Wir haben schon immer geguckt, dass wir Einheiten rauskriegen. Er hat halt so immer kleckerweise die Einheiten nachgeführt. So, und jetzt hat er uns jetzt auch in der letzten Folge ein bisschen mit seinem Flakbus hier genervt. Und er hat natürlich den einen Fehler, den wir mit der Artillerie gemacht haben, bestraft. Was heißt Fehler? Ich wollte es halt mal ausprobieren. Ja, also ich habe halt drauf spekuliert, dass er seine Infanterieeinheit nicht aus der Verschanzung da rausholt. Sei es drum. Wir sind jetzt dabei, einen Rundenwechsel zu machen. Vorher mal noch das U-Boot ranziehen, damit wir das nicht wieder vergessen. Hier oben könnten wir jetzt auch... Wartet mal. Das sind alles Jäger. Ich gebe ihm mal einen Jäger hier als Deckung mit. Hier unten spekulieren wir ja gerade drauf, dass er keine Flugzeuge hat. Was ist, wenn ich... Okay, wir greifen ihn. Ach, guck mal, was bist du denn? Was zur Hölle ist das? Konnte man die Karte nicht drehen? Ja, geht schon mal nicht. Hä? Konnte man die Karte... Bin ich bekloppt? Die Karte kann man nicht drehen. Das ist eine Pack auf einem LKW. Eine 6-Fünder Porté. Wie immer das ausgesprochen wird. Das ist auf jeden Fall ganz interessant. Das ist natürlich sehr diffizil, weil das führt natürlich dazu, dass wir sie erstmal rausnehmen müssen, bevor wir überhaupt dran denken können, den Grant hier anzugreifen. Mal gucken, ob er uns jetzt hier noch irgendwelche Flak-Sachen da oben mit ran schickt. Und jetzt können wir aber erstmal den Rundenwechsel machen. So, er lädt sich hier auf. Er greift tatsächlich jetzt die Pioniere an, was richtig weh tut. Also die Pioniere, ihr habt es gerade gesehen, die verlieren, glaube ich, einen Punkt oder zwei. Ich glaube, einen Punkt waren es nur. Ich habe es jetzt gerade nicht genau gesehen. Und die hier kriegen richtig auf die Schnauze. Also das hat sich richtig gelohnt. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt ganz gerne versuchen, dass wir die ohne die Pioniere rauskriegen, damit wir uns auf die konzentrieren können. Können wir eventuell... Naja, gut. Oder wir, konzentrieren uns erstmal hier unten auf den Flakbus. Der Flakbus. So. Hallo? So, du kannst dir den holen. Was? Warum hat er jetzt keinen Overrun bekommen? Was ist denn hier los? Kann geschwächte feindliche Einheiten ausschalten, ohne dabei Bewegungs- oder Angriffsaktionen aufzubrauchen. Die Bewegung und Angriffsaktionen der Einheit werden nach dem Überrennen wieder auf... Welche Bedingungen habe ich jetzt gerade nicht erfüllt? Kann mir jemand erklären, warum ich das Überrennen nicht bekomme? Geht das nur auf offenem Gelände? Das steht nicht hier. Das steht nicht hier. Kann geschwächte Einheiten ausschalten, ohne dabei Bewegungs- oder Angriffsaktionen aufzubrauchen. Ja, das macht die ganze Aktion dann so ein bisschen obsolet, weil ich den natürlich raushaben will. Und ich aber auch dann den Panzer wieder wegziehen will. Ja, also ich habe keine Ahnung.
Ich habe ehrlich gesagt keinen Schimmer, warum das nicht geht. So, hier oben machen wir gleich. Ich würde gerne die Pioniere gegen die hier einsetzen, gegen die schwere Infanterie. Und irgendwie gerne es managen, aber trotzdem auch die SAS rauszubekommen. Haben wir noch Grenadiere? Ja, er könnte das machen, aber er kriegt einen Damage. Ach. So, können wir es eventuell mit einem... Interessant. Ne, es sind mehr, okay. Minus 1. Jäger machen nur Unterdrückung. Ich versuche das mal. Der kriegt da das Überrennen. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht wirklich. Jetzt haben wir aber den Vorteil, dass wir alle Artis auf die setzen können. Und zusätzlich noch den Kollegen hier. Interessant ist, dass die Pioniere trotzdem ein Damage angeblich kriegen. Naja, gut, okay. Er vertreibt sie. Jetzt müssen wir mal kurz... Kriegt der auf ihn den Overrun? Hä, warum hat denn er den Overrun auf diesen... auf diesen Panzer? Oder was war das nochmal genau? Auf dieses Flak-Ding nicht bekommen? Ich glaube, das weiß er nur selber. Warum das nicht funktioniert hat. Okay. So, hier oben jetzt bitte. Den taktischen auf ihn. Er füllt sich halt immer wieder auf. Vielleicht kriegen wir ihn irgendwann mal so weit, dass er auch rausgeht. Aber solange er da halt steht und dem Grand Support bietet, ist das dort witzlos. So, hier unten haben wir jetzt den Kollegen... Wir könnten da jetzt einfach eiskalt ranpushen. Können die noch eins weiter vor? Ja, er kann noch eins weiter vor. Können wir die... Ha, damit würden wir eine Lücke aufmachen. Ich glaube, vorher wäre es günstiger erstmal... Ja, wir lassen die da erstmal so stehen. Haben wir noch einen Bomber mäßig? Ne, wir haben noch Jäger. Und die Jäger können wir mal einsetzen. Hallo? Wir kriegen auch keinen der beiden raus. Minus 5 auf ihn, aber dann ist wie gesagt hier die Lücke offen. Und ich weiß nicht, ob es jetzt so eine gute Idee ist, jetzt hier so einen Panzer zu exponieren. Ich glaube, da haut mich Unterfeldwebel wieder, wenn ich das mache. Okay, dann machen wir mal den Rundenwechsel. Ja, guck mal. Da führt er nämlich die nächste Infanterieeinheit nach und er... Ja, er frischt sich halt hier unten jetzt immer wieder auf. Es ist halt nervig. Es ist halt kacki nervig. So, was ist mit denen hier? Minus 1. Minus 2. Minus 1. Die sind ein bisschen hartnäckiger.
verstehe immer noch nicht, warum wir einmal den Overrun nicht bekommen haben. Die hier sind halt jetzt nervig, ne? Haben wir noch? Wir haben doch eigentlich zwei Pioniere. Wo sind die denn? Die sind hier oben. So, Schnuckis. 1, 2, 3. Hier geht mal dorthin. Die Panzer rücken danach. Die machen jetzt hier unten dicht. Die Artillerie rückt nach. Dahin. Und vor allen Dingen, die tauschen mal die Plätze. Wobei das auch... Das war dumm, weil wir könnten nämlich... ihn dahin, ihn, naja, wollen wir jetzt das Risiko eingehen? So, sie wollte ich jetzt dorthin setzen, damit sie beide Infanteristen abdeckt. Ihn angreifen ist natürlich Blödsinn. Haben wir jetzt noch was an... Bonbon. Er hat sich wieder komplett aufgefrischt. Das ist so witzlos. Mach erstmal ihn bitte. Ach cool, er kriegt sogar den Overrun. So, dann nimm ihn und greif ihn an. So, minus 5, minus 4. Dann nehmen wir den... Wobei, nein, das war dumm, weil dann können wir nämlich erstmal ihm angreifen. Und er kann nachrücken. Dann ist nämlich hier unten endlich mal Ruhe im Karton. So, er kann zwar sich nicht wieder zurückziehen, aber jetzt ist hier unten auch einfach niemand mehr, der uns da auf den Sack geht. Und jetzt können wir uns in aller Ruhe auf Kairo konzentrieren. Und, also jetzt wären, was würde ich jetzt für Brückenpioniere geben, damit wir hier an diese Flak rankommen? Was ist das denn? Also die Briten hatten es mit LKWs und Packs, so wie es aussieht. Das ist jetzt der nächste LKW, der eine Pack drauf hat, aber irgendwie, nach hinten. Und er hier nach vorne. Also britische Panzer, beziehungsweise... generell britische Baukunst, was Militärsachen angeht, das ist nicht immer sehr hübsch, möchte ich meinen. Okay, dann können wir noch, nee, können wir nicht, weil den haben wir hier schon eingesetzt. Dann rücken wir jetzt hier nur alle brav ein bisschen nach. Und ich spekuliere weiterhin, dass er keine Flugzeuge hat. Und deswegen können wir jetzt hier den Zug erstmal beenden. Und er macht in dieser Runde tatsächlich gar nichts. So, damit können wir jetzt mal anfangen. Oh, ja. Naja, oder... was ist mit der Artillerie? Aber an die kommen wir halt auch nicht wirklich ran. Das wird richtig ekelhaft jetzt. Wow, die kann da schon schießen. So, minus 1, minus 5. Minus, warum sind die so viel besser? Die haben, weil die schon deutlich mehr Sterne haben. Verstehe. Der Punkt ist aber, ich will die Pioniere nicht auf dieses Feld hier setzen. Wegen der Artillerie. Die eine Dreierreichweite hat. 1, 2, 3. Wir können auch nicht auf dieses Feld. Habe ich schon mal gesagt, dass ich gerne Brückenpioniere haben will? Scheiße. Ja, komm, greif mal an.
Hä? Wo sind die jetzt hin? Hä? Wo ist die Einheit hin? Haben wir die jetzt besiegt? Ist die... Hä? Hä? Wo ist die hin? Was war das denn für eine Animation? Das Blöde ist, die agiert ja auch noch als Pack. Was ist das hier eigentlich? Keine Vergeltung. So, wir könnten uns jetzt... den Punkt holen. Wofür? Ach, hier stehen sie. Hä? Jetzt sind sie wieder da. War ich gerade blind? So, warte mal. Du musst jetzt aber... Das ist doch gerade ein Fehler. Ich konnte doch gerade... Hä? Ich konnte doch gerade den Panzer auf die Brücke setzen, um die Flak anzugreifen. Jetzt sind die... Na, egal. Komm, geh raus. So, jetzt erklärt mir bitte mal jemand, warum er den Overrun jetzt nicht kriegt. Warum geht das jetzt wieder nicht? Wollt ihr mich verarschen? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Warum kriegt er den Overrun? Kriegt er den Overrun? Wir testen das jetzt einfach mal. Er kriegt den Overrun. Keine Ahnung. Er nimmt sie raus, aber bekommt den Overrun nicht. Bekommt aber auch keinen Damage. Also ich würde es ja verstehen, wenn meine Einheit Schaden kriegt, weil dann gibt es den Overrun auch nicht. Aber sie bekommt doch keinen Schaden. Stand zumindest nichts da. So. Über den Fluss kommen wir nicht. Naja, gut, okay. Dann müssen wir jetzt versuchen, mit der Art hier an diese beschissene... Warum hatten die eine höhere Reichweite? Nee, hat sie nicht. Kommt sie eventuell von hier unten ran? Nein, kommt sie auch nicht. Das ist schlecht, dann braucht... Warte mal, ich muss mal ein bisschen rumprobieren. Entschuldigung jetzt hier. Eigentlich muss die Arti... Wartet mal kurz. Wir müssen das anders machen. Die muss dahin. Die muss dahin. Und jetzt noch den 17er. Was hat der für eine Reichweite? Der hat eine 4er. 1, 2, 3, 4. Das reicht. Geht dorthin. So, die Arti hat... 1, 2, 3. Wir können also hier uns nicht aufstellen. Das hier ist gerade eigentlich scheiße, was ich gemacht habe. Also richtig scheiße. Der wird doch keinen Versuch auslassen, da wieder rein zu... Nee, Entschuldigung, jetzt habe ich mich ein bisschen verzettelt hier. Lasst mich mal... Warum kann ich auf das Feld nicht? Weil das Sumpf ist. Da kann irgendwie... Doch, er kann da hin, aber... Doch, er kann da auch hin. So, jetzt können wir nämlich... dahin gehen. Tut mir leid für das, für die Verwirrung hier. So, er geht dahin. Und er kann dorthin gehen. So, jetzt haben wir's. Jetzt haben die hier oben natürlich keinen Support mehr, aber im Moment steht ja auch nur Infanterie und die Panzer stehen auf offenem Feld. Das sollte kein großes Problem darstellen. So, die Pack. Führen wir hier mal noch nach, damit sie hier Unterstützungsfeuer liefern kann. Falls da was Hartes kommt. So, dann haben wir hier die Artillerien in, für die Flak. Die drei Stück. Irgendwann hat er doch keine Prestigepunkte mehr, um seine Einheiten aufzufrischen. Irgendwann müssen die alle sein. Irgendwann müssen die einfach alle sein. Okay.
Können wir jetzt noch irgendwas machen, was relevant ist? Wir können die Scouts mal noch ein bisschen ranholen. So. Wie gesagt, die Linie müssen wir erstmal vermeiden. Wegen der Arti. Und davor müssen wir erstmal die Flak rausholen. Das könnte jetzt noch interessant werden. Okay. Ja gut, frisch da oben wieder auf. Ja, okay. So, jetzt hat er hier wieder eine Einheit nachgeführt. Infanterie. Jetzt geht's erstmal hier. Truff. So, jetzt ist die fast komplett unterdrückt. Jetzt kommt hier er hier an. Oh, mit einer minus 2, willst du mich verarschen? Minus 2 und er hier mit einer minus 1. Wow. Ja, komm, probier's halt mal. Mal gucken, was passiert. Du kannst eigentlich nur hoffen, dass der Kollege nicht die Einheit nicht immer wieder auffrischt. Sonst, ansonsten wird das hier ein ewiges Rumgeeire. Warte mal, das ist der... Das ist egal, wie rein. So, die Pier... Boah, minus 3, minus 5 ist aber schon deftig. Was ist denn, wenn ich ihnen da noch einen Scout als Support daneben stelle? Das sind minus 3, minus 8 und er minus 3, minus 4. Puh. Oh, komm her. So, der Scout kann wieder weg. Jetzt können wir uns den anderen Scout ranholen. Wartet mal. Jetzt ist er eingekesselt. Ich greife ihn mal an. Geh zurück. Er könnte ihn jetzt... Den Overrun. Also manchmal... Muss man es nicht verstehen. Von dem Brückenfeld diese Flak anzugreifen ist useless. Aber sowas von. Jetzt könnten wir mal noch... Wow, der macht gar keinen Damage auf die Pack dort. Ja, cool, ne? Alles klar. So, können wir ihn vielleicht dazu zwingen, dass er einfach seine Prestigepunkte für irgendwas anderes ausgibt. Irgendwann müssen die ja mal alle sein. So. Er ist jetzt bei noch eine Kampfstärke. Mal gucken. Also, er wird jetzt Schritt für Schritt seine Infanterie daran führen. Dann nehmen wir die halt einfach Schritt für Schritt raus. Ach nee. Guck mal an. Der kleine Scheißer hat noch mehr davon. Und er füllt sie natürlich komplett wieder auf. Das ist Kampf gegen Windmühlen hier. Das ist echt Kampf gegen Windmühlen hier. Jedes Mal hier minus 3 gegen die Pioniere zu verlieren, also gegen die Infanterie von ihm zu verlieren, habe ich jetzt auch ehrlich gesagt keine große Lust zu. Vielleicht wäre die Konsequenz daraus gewesen, schon viel, viel, viel früher Kairo zu ignorieren. Ich sehe schon die Kommentare und einfach hier oben rum zu pushen. Ich weiß, es wird mir langsam bewusst. Um...
Problem ist hier oben, dass wir halt über dieses Wasserfeld kommen. Und das ist halt scheiße. Wir müssen irgendwie es managen, dass wir eine Arti da oben haben. Nur aktuell ist das... Wieso kann er auf das Feld ja nicht gehen? Warum ist denn das Feld blockiert? Ach, weil er hier rum geht und nicht hier rum. Und deswegen wird er hier aufgehalten von der Einheit. Ja, ich verstehe. Was ist, wenn ich den Scout dahin stelle? Das wird uns nicht viel bringen. Der bräuchte halt noch mehr Unterdrückung. Ich kann mich tatsächlich gerade nicht richtig entscheiden, was ich jetzt machen soll. Ob ich mich auf die Flak konzentriere, was irgendwie witzlos ist. Weil der die Pack noch im Hintergrund hat. Aber wartet mal, wir könnten... Warte mal, geh du mal bitte weg. Wir können natürlich jetzt... Wir können was versuchen. Der Plan ist... Ich überlege gerade, also die Idee war von mir, mit einer Pioniereinheit hier anzugreifen. Der Punkt ist, dafür müsste er erstmal weg. Jetzt ist die Frage, stelle ich die Pioniere dorthin? Lieber nicht, denn sie kriegen da keinen Support. So, Wehrmachtsinfanterie, was ist jetzt hier besser? Das ist egal, welche Einheit wir da jetzt hinstellen. Die sind alle scheiße für den Stadtkampf. Wir bräuchten halt noch eine dritte Pioniereinheit jetzt, die wir nicht haben. Was ist denn die stärkere Einheit von denen? Ja, sind sie hier. Okay, stellen wir mal dorthin. Wenn die weg sind, können die dann hier hinrücken. Und können dann versuchen, die Flak anzugreifen. Das ist die Idee, die ich jetzt gerade dabei habe. Der Punkt ist, wir können jetzt hier da hoch dutzende Panzer führen. Wir kommen über die Brücke nicht rüber. Und wenn er sie immer wieder auffrischt, dann was haben wir denn davon? So. Wenn ich den Panzer jetzt ranführe, bekommt er trotzdem minus 2. Und die frischen das jetzt wieder auf. Ihr merkt, in welcher Zwickmühle ich stecke. Ja, die auch. Na klasse. Na klasse. Eine absolute großartige Kackmistklasse. So, kommt mal her. 1, 2. So, jetzt sind sie auf. Jetzt können wir noch. Können wir jetzt so weit, dass wir hier. Toll, der Panzer und die Pioniere haben die gleiche Kampfkraft, also haben das gleiche Würfelergebnis.
So, meine Freunde, jetzt. Die können das nicht überbrücken. Ach, Mann. So. Wenn wir sie dorthin setzen, kriegen wir von der Art hier halt auf die Schnauze. Jetzt könnten wir versuchen. Wie kommen wir an diese scheiß Flak ran? Der Punkt ist halt, wenn hier die Pioniere stehen, kriegen die so mörderlich auf die Schnauze. Ach, guck mal. Jetzt sind wir bei 0 minus 4. Ah, jetzt nicht mehr. Ja, okay, verstehe. Wegen dem... Es ist also tatsächlich der Flakbus, der dahinter steht. Und die jetzt dauerhaft dort stehen zu lassen... Ihr merkt meine Zwickmühle, ne? Ihr merkt sie. Ich komme nicht verlustfrei aus der Aktion hier raus. Könnte jetzt, und das mache ich erstmal. Mal gucken, was das für Konsequenzen hat. Mal gucken, was das jetzt für Konsequenzen hat, weil der Punkt ist nämlich, dass der Mörser hier, wir müssten mal also ich vermute mal, die Einheit wird jetzt wieder hier hinrücken und sie werden vermutlich sogar die Pioniere dann angreifen. So, ja. Das macht nichts. Das kriegt Unterdrückung. Er macht Damage. Nee, ganz ehrlich. Das, wenn er da auch bloß Damage kriegt, dann nehme ich ihm lieber seine Prestigepunkte hier oben weg. Minus 1, minus 4. Ohne Witz. Das kämpfe ich jetzt. Ich will da durch. So, nimm ihn raus. Okay. Jetzt müssen wir nur die eine Runde überleben hier. Die müssen wir jetzt überleben. So, hier stellen wir ein Flugzeug drauf. Falls er nicht doch noch auf dumme Ideen kommt. Hier ist jetzt kritisch. Ne? Das ist klar. Und halt unsere Flak. Okay, dann Runden. Komm mal her. Mach du mal Platz, geh du mal dahin, geh du mal da, dahin und... Ach, was habe ich denn jetzt für ein Bullshit? Ist egal, der Panzer aber hier oder hier ist erstmal wurscht. So, und dann können wir sie in der nächsten Runde direkt ranführen und die Flak angreifen. Ne? So jetzt. Rundenwechsel. So, er füllt die Flak wieder auf. Das war jetzt zu erwarten. Was nicht zu erwarten war, dass er hier den Punkt nicht wieder besetzt mit einer Einheit. Das bringt uns aber jetzt an den... So, hier, mein Freund. Ja, geil, nimm sie raus! So, wir stellen die Arti dahinter als Support.
Das wird uns jetzt ein bisschen was kosten, weil er wird mit 100 pro diese Pioniere angreifen. Und wenn es nur mit der... Wenn es nur mit der Artillerie hier oben ist. Aber die können wir jetzt... 000? Was? Das ist auf jeden Fall interessant. Können wir... Minus 1, minus 5. Wir können auch erstmal einfach dort stehen bleiben. Er wird das Ding nicht bewegen. Ich kann es mir nicht vorstellen. So. Das zählt ja nicht als hartes Ziel. Also müssten wir jetzt mal gucken. Geh mal dahin, geh mal dahin, geh mal dahin. So, der ist jetzt ungeschützt. Das ist klar. Jetzt unsere Flugzeuge. Warum machen wir so gar keinen Damage auf diese... Also mit den Jägern verstehe ich das ja noch, aber mit den anderen ist das ein bisschen... wir geben mal auf sie drauf. Können wir sie eventuell... Nee, können wir nicht mehr. Warum ihn? Weil er hier hingehen kann und die Pioniere angreifen kann. So, und... Hey, hier macht er wieder... Wir haben noch die U. Ich verstehe nicht, warum. Das verstehe ich echt nicht. Wir bombardieren jetzt einfach alles, was jetzt hier noch irgendwie da ist und wo wir irgendwie eine Aussicht haben auf Damage. Gut. Das ist irgendwie alles ein bisschen witzlos. Wir gucken einfach mal, was hier noch steht. Nichts. Gut. Solange die Artillerie dort steht, bringt es hier nichts, wie gesagt, die Einheiten ranzuführen. Das müssen die jetzt von Norden aus machen. Ich führe ihn mal noch mit nach. Und dann machen wir den Rundenweg. Ach, guck mal einer an. Ja, das war klar. Die Pioniere... Ja, und da kommt das Gegenfeuer. Und das ist trotzdem noch verhältnismäßig gut ausgegangen. So. Oh, der geht tatsächlich einfach nicht... Der fühlt sich immer wieder auf da oben. Das gibt es doch nicht. So, komm jetzt. So, jetzt ist als nächstes die Pack dran. Die ist sogar eingegraben. Hallo? So, Arti. Nein, Arti, bitte. Geh du mal dahin. Geh du mal dahin. Geh du mal dahin. Und du bitte... So, ein, zwei... Ah, die werden auf jeden Fall von der Arti jetzt begrüßt werden. Aber das ist nicht ganz so schlimm, weil dann feuert sie vielleicht nicht auf unsere Pioniere hier im Süden. Was mich eher überrascht, dass wir... Wo ist denn jetzt unser Stratege? Ach, der hat hier auf die Pack geschossen. Okay, dann geht immer auf ihn. Okay. Ist die so massiv eingegraben? Wir kommen mit dem Panzer nicht auf das Flugplatzfeld. Da muss vorher die Infanterie da raus. Na, greif sie an.
So, Vorrücken ist jetzt witzlos, weil wir bräuchten noch eine... Kann der Panzer jetzt auf die... Ja, aber dann hat er halt... Hat er halt Pack vor sich. Können wir... Also wir könnten jetzt, wir könnten die Pioniere auf das Feld setzen. Wir könnten die Artillerie auf die Brücke setzen und wir könnten einen der Panzer, am besten dann wohl vermutlich ihn, hier hinsetzen. Der Punkt ist nur, gegen diese volle Pack mit einer Kampfkraft von 20 gegen Panzer will ich keine Panzer dagegen stellen. Wir könnten dort eine Infanterieeinheit hinstellen. Allerdings haben wir dann das Problem mit dem Typen hier, weil der hat eine halt eine 18er Angriffskraft gegen Infanterie. Also wie man es dreht und wendet, die decken sich beide irgendwie relativ gut. Oder beziehungsweise die ergänzen sich relativ gut. Wenn einer von den beiden dort nicht wäre, dann könnte man halt entweder eine Infanterie oder halt einen Panzer hier auf den Flugplatz setzen. So ist es tatsächlich scheiße. Weil er das natürlich ausnutzen würde. Die zählen beide als... Ach, die zählen natürlich auch noch als unterschiedliche Zieltypen. Das ist doch ein verzwackter Mist. Was hat denn der... Wisst ihr was? Ich... Mache das trotzdem. Was? Wer ist jetzt eingekesselt? Er hier. Nee, warte mal, hä? Ist doch gar keiner ein... Lass mich bitte mal kurz... Ah! Okay, er ist eingekesselt. Okay, verstehe. So, dann die Arti dahinter. Wir haben ja auch noch Flugzeuge, um das Ganze zu supporten. Wir können die ja noch ein bisschen ärgern. So, haben wir... Wir haben nur noch Jäger zur Verfügung. Und wir sehen schon, er mit seinem bekloppten Anti-Air-Kack. Er nervt dort tatsächlich ein bisschen rum. So. Wir rücken aber mal ihn jetzt nach. Übrigens ist die Arti jetzt auch treffbar von der Arti, aber ich denke, dass sie eher hier oben was machen wird. Und... Einfach um ihn zu ärgern. Einfach um ihn zu ärgern. So, hier stellen wir uns mal auf, dass sie Support liefern könnte. Der Panzer nützt uns auf der Freifläche eh mehr. 1, 2, 3, trifft er nicht. Okay, gut. So. Hier macht er nirgendwo Schaden. Hier kriegt er Schaden. Okay. Ja, du nervst. Wusste ich, dass er nach Norden schießt. Das war eigentlich fast zu erwarten. Oh! Das ist jetzt natürlich so ein bisschen... Huch, was kommt denn da? Das ist jetzt scheiße. Oh Leute, ihr könnt doch... Wo kommt denn der Panzer auf einmal her? Mit einer 20er Kampfkraft gegen Infanterie. Okay, mal kurz überlegen. Der Panzer ist das Problem. Die Artillerie ist das Problem.
Wir kommen mit den Panzern nicht an die Artillerie ran, weil hier eine Pack steht. Die gibt halt Supportfeuer. Das heißt eigentlich, wenn man jetzt sagt, man möchte die Arti raushaben, muss man vorher eigentlich die Pack angehen. Akuteres Problem ist eigentlich jetzt hier unten. Und zwar er hier. Was wir jetzt machen können ist, das nützt uns nicht viel. Wir können die Arti hier oben aufstellen. So, das zählt das schon als urbanes. Oh, das zählt schon als Closed Terrain. Scheiße. Dann geh du erstmal dorthin. Dann kann die Arti eventuell. Nein, kann sie nicht. Dann. Fuck. Ich mache das trotzdem. Einfach um eine Runde lang die Arti zu decken. Das ist der einzige Grund. So, ihn greife ich an. Und kann einer der. Kriegt ihn einer raus? Nope. Aber wir können ihn so weit runterschießen, dass er erstmal keinen Spaß mehr hat. Nee. Ich weiß, der müsste jetzt raus. Es ist mir durchaus klar, dass der raus müsste. Der ist halt ein akutes Problem. Ach, guck mal, jetzt hat er ja doch wieder hier Einheiten hingeführt. Interessant. Das ist deswegen ein Problem, weil er jetzt damit die Artillerie von hinten angreifen könnte. Und ich eigentlich die Artis jetzt aufwenden will, um ihn hier zu schwächen. Ignorieren wir erstmal. Soll er sich daran auskotzen? So wichtig ist eigentlich hier der Panzer. Trotzdem bringt uns das mit dem Pionieren nicht wirklich was. Mit dem. Mit den, was ist das hier? Grenadiere sind das. Jetzt haben wir ja immer noch Flugzeuge hier im Petto. Okay. Oh, haut mal, wir haben ja noch den, wir haben ja ihn noch. Kriegen wir irgendeinen Jäger, der stark genug ist, um Damage auf ihn zu machen? Nee, nur Unterdrückung. Er hat jetzt keine Munition mehr.
So, und jetzt können wir ihn so weit angreifen, dass wir nur ein Damage kriegen mit dem Panzer. Ah, jetzt verstehe ich, was das für ein Fahrzeug ist. Das ist ein Flammenpanzer, deswegen Wespe. Wir haben natürlich 2 Damage bekommen als die prognostizierten 1 Damage. Danke. Das gibt es doch nicht. Können wir jetzt mal den rausnehmen? Also die prognostizierten Ergebnisse und das, was wir bekommen haben, das war gerade wieder mal eine absolute Katastrophe. Natürlich war das jetzt auch nicht optimal gespielt, das gebe ich wieder zu. Aber wir haben auch immer gerade das schlechteste Ergebnis aus den Aktionen rausgekriegt. Das ist doch scheiße. Zack. Zack. Ein bisschen Unterdrückung, immerhin. So, wir sind durch für heute. Es ist ein ganz schöner Kraftakt mit Kairo. Und ich gebe zu, das war nicht optimal gespielt. Das geht besser. Es geht definitiv besser. Lasst mir da bitte eure Hilfe da. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, gerne auch dem Video einen Daumen nach oben geben. Mein Dank geht raus an meine großen Unterstützer auf Twitch und auf YouTube. Das sind Black Pearl, Iron Dyke, Synam, Parsival, Kulle und Ködö. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.